Kurzer Disclaimer, bevor das Video startet, falls ihr nicht sehen wollt, wie Tiere gequält werden, dann solltet ihr das Video lieber abschalten. Bis vor wenigen Tagen dachte ich noch, dass die schlimmste Tierquälerei auf YouTube dieser eine Typ ist, der seine Katzen gequält hat. Tja, Ladies und Gentlemen, ich lag falsch, aber sowas von falsch. Denn es gibt noch eine YouTuberin, die mindestens 10-mal so schlimm ist. Diese YouTuberin heißt So Young und hat fast 10 Millionen Abonnenten. Im Grunde ist es eine YouTuberin, die Mukbangs macht. Zuerst einmal, Mukbangs sind scheiße. Mit meinen Eiern Tennis zu spielen, wäre nicht so schlimm, als mir ein Mukbang anzuschauen. Aber okay, für die, die es mögen, ich hab nichts dagegen. Aber sie macht eine spezielle Art von Mukbangs. Und zwar isst sie lebendige Tiere, um die Scheiße abartig zu finden, was sie da macht. Zum Beispiel in einem Video nimmt sie Oktopusse, zieht sie an ihren Tentakeln die ganze Zeit entlang und tunkt den Kopf dann in Sojasauce, während diese noch am Leben sind. Wie ihr euch vorstellen könnt, wisst ihr nicht, wieso es auf YouTube erlaubt sein darf. Ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist nämlich eigentlich auf YouTube illegal, denn das fällt unter Tierquälerei und wie kann sowas erlaubt sein? Ich weiß es nicht. Ich werde euch jetzt einfach ein paar Clips zeigen und ihr werdet mir einfach sagen, was ihr davon haltet. Während diese Tiere um ihr Überleben kämpfen, schreit sie die ganze Zeit einfach nur rum, obwohl die Tiere die sind, die eigentlich Angst haben sollten. Ich muss zugeben, in manchen Videos quält sie die Tiere sogar nicht mal, sondern hat die Gnade und killt sie einfach instant. Ich nenne euch jetzt einen Weg, wie man am besten Tiere tötet zum Essen. Man tötet sie. Ganz einfach. Und das schnell und nicht langsam. Entweder kauft man sich spezielle Werkzeuge oder nimmt ein scharfes Messer und man killt die Tiere genau an dem Punkt, wo sie sofort sterben. Sie reißt diesen Schrimps einfach die Köpfe ab, als wäre es eine Mortal Kombat Fatality. Aber die zwei schlimmsten Videos kommen jetzt und ich möchte wirklich, wenn ihr euch sowas nicht anschauen wollt, dass ihr jetzt wirklich abschaltet. Komm, ich so. 일단 한 마리 손질. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist das der unmenschlichste Weg, um einen Tintenfisch zu töten. Sie hat diesen Tintenfisch nicht nur getötet, sondern einfach nur exekutiert. Hier schneidet sie wieder den Kalamaris einfach die Köpfe ab. Aber das, was jetzt kommt, habe ich mir wirklich nicht vorstellen können, bis ich es gesehen habe. Kann er halt gern? Sie schüttet Sojasauce auf die Teile vom Kalamari, die immer noch am Leben sind. Dann fangen die Kalamaris natürlich an rumzuzappeln. Und das lässt sie in ihrem Videos einfach so drin. Nicht mal das, sondern sie hat sogar als Videotitel genommen. Viel mehr dazu gibt's nicht zu sagen. Falls ihr euch wirklich so ein Content anschaut und das auch noch supportet, seid ihr einfach schlechte Menschen. Alles, was ihr jetzt machen könnt, ist das auf YouTube zu melden und wir schauen, was passiert. Das war alles. Peace.